Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon ein bisschen um das Krokodil gekümmert, wenn man das so sagen kann, indem wir den Metzger getötet haben, der hier dafür verantwortlich war, dass kein Getreide mehr für die Bevölkerung gab. Und heute wollen wir dann mal unseren Informanten Hottefress hier finden, der angeblich ein Büro hat, was schon sehr verdächtig nach den Assassinen klingt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Was die Frage aufwirft, ob das der Beginn der Assassinenbüros war, weil ich dachte eigentlich, die Assassinen hätten ihre Büros irgendwann im Laufe der Zeit eingestellt. Die Frage ist jetzt natürlich, wo das Büro ist. Das Ding ist, ich glaube, hier jetzt die Aktion oder das ganze Gebiet abzusuchen nach einem potenziellen Büro ist tatsächlich etwas, was ich als sehr anstrengend empfinden würde. Deswegen, Senu, sag mal Bescheid, wo ist es denn? Ah, da drüben ist es irgendwo, okay. Ja, das Gebiet war jetzt auch nicht sonderlich klein, deswegen habe ich mal gedacht, das ist jetzt eine Aktion, die mache ich mal mit Senu, weil es ist halt, also ich meine, in den späteren, also in Assassin's Creed 1 beispielsweise, ist das Büro erkennbar. Da ist ja theoretisch, muss man ja bloß das Assassinenzeichen finden. Aber da es die Assassinen ja in dem Sinne eigentlich noch nicht gibt. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Da es die Assassinen in dem Sinne noch nicht gibt, hätte das Büro überall sein können. Hottefress! Was ist denn hier passiert? Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Spricht da jemand in den Megafon so laut, wie das ist? So, was haben wir denn da? Ein Kinderspielzeug. Oh, ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Da wollte jemand wohl einfach nur ein Zeichen setzen, ansonsten sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund dahinter. Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den Griechen. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hottefress steckt. Ich glaube, sonst hätten die Leute das mitgenommen. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Der Handel floriert wie nie zuvor. Brieftaube, also okay. Kann ich ja mal gucken, wo... Ah, hier sind die Brieftauben. Ist da eine Info irgendwo? Vielleicht mal oben gucken. Hey, ihr Täubchen, könnt ihr mir sagen, wo Hottefress ist? Okay. Das Krokodil weiß, wer ich bin. Einer meiner Diener wurde bereits aufgrund falscher Anschuldigung von den Soldaten verhaftet und in das nahe Militärlager gebracht. Also gut, Krokodil, lass uns tanzen. Wenn du unbedingt die Klingen mit mir kreuzen willst, dann musst du mich erst fangen. Das ist ein Brief von meinem Informanten. An das Krokodil, oder wie? Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hottefress ist. Hoffen wir's mal. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Ich glaube, das ist sogar das gleiche Lager, in das wir schon mal einmarschiert sind mit den Rebellen. Das ist natürlich jetzt wieder komplett neu besetzt mit neuen Leuten. Und wahrscheinlich kann man auch jetzt erst mit dem den Gefangenen finden, weil ich glaube nicht, dass wir ihn damals schon gesehen haben. Zumindest hat keiner geschrien, dass er gefangen wäre. Na gut, dann schauen wir mal. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal... Aber diesmal können wir wenigstens vorsichtig in das Lager eindringen. Hier war doch auch so ein komischer Phylakis in der Nähe, ne? Vielleicht erledige ich den vorher mal. Weil der müsste ungefähr mein Level sein. Muss ich mal sagen. Ist die Frage... Oh, das sind Feuerbomben. Moment. Das da sind nur ganz normale Gehilfen. Ist halt die Frage, wenn der Phylakis jetzt wieder ankommt, wäre es ein bisschen nervig. Aber gut. Sehen wir uns die ganze Aktion erstmal ein bisschen an. Okay, oben ist schon mal keiner, das ist gut. Da oben ist das Leuchtfeuer. Das Signalfeuer, mit dem sie im Notfall Hilfe holen. Ich denke mal, das zu lahmzulegen, ist sollte unsere erste Idee sein. Zumal wir von da aus auch einen guten Überblick haben, wo der Typ sein könnte, denke ich. Das wäre vielleicht auf jeden Fall klug. Wie gesagt, aber ich meine, solange ich schleichend bin, sollte mir der Phylakis relativ egal sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja, das wissen wir schon. Die Leute sind ja zum Glück alle schon wieder da. Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, da finde ich es dann ein bisschen doof, dass das Lager wiederverwendet wird. Ich meine, ich finde es... Einerseits muss ich sagen, es gibt schon zu viele Lager. Finde ich es ganz gut, dass die wenigsten auch für Quests benutzt werden. Aber wenn wir hier halt erst vor kurzem das Lager komplett ausgeräumt haben für eine Quest und das jetzt komplett wieder besetzt ist, ist das halt schon ein bisschen komisch. Okay, dann lass doch mal schauen. Ich meine, es ist gut, dass gerade Nacht ist. In dem Ding ist keiner, oder? Doch, da sitzt einer. Das könnte er sein. Das könnte er tatsächlich sein.
Frage ist... Sind da noch... Da ist mal eine Wache, aber ist nicht so wichtig. Frage ist, wenn ich mir den holen will, müsste ich an den beiden Typen da vorbei. Was hat das mit dem verprügelten Ägypter auf sich? Beim Zelt des Hauptmanns. Der sieht halb tot aus. Ah ne, ist ein Löwe. Das ist der Diener des Griechen, den wir suchen. Der Hauptmann hat ihn überredet. Warum guckt ihr gerade in meine Richtung? Zelt des Hauptmanns, alles klar. Gut, jetzt die Frage, was das Zelt des welches das Zelt des Hauptmanns ist, um ehrlich zu sein. Ich muss mal ganz ehrlich sagen... Haben die das beide gehört? Nee. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen unlogisch, weil wir den Hauptmann schon getötet haben und der ja auch nicht respawnt. Ah, okay. Soll mir mal egal sein. So, du kommst mal her. Ja, nee, ist gut, dass gerade Nacht ist. Dadurch haben wir eine gute Chance. Das hier ist ein Löwe, hä? Ja. Ein gefangener Löwe. Hier auch unentdeckt durchzukommen, rein theoretisch. Solange die halt noch am Pennen sind, alle. Große Frage ist jetzt, welches ist das Zelt des Hauptmanns? Es war irgendwo hier hinten, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, das da ist ein großes Zelt. Was? Ich weiß nicht. Den habe ich gar nicht gesehen. Fragt sich, ob das... Ich sollte ein bisschen aufpassen, ob das auch das Zelt des Hauptmanns ist. Ich meine, es sieht nach einem wichtigen Zelt aus, auf jeden Fall. Würde durchaus Sinn ergeben. Komm her. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ja, ja, eben. Sieh dich vor und komm mal her, Junge. So. Zack. Sehr schön. So, da hinten habe ich gerade noch einen rumschleichen sehen. Ach, da ist er. Okay. Er ist doch nicht in einem Zelt. Okay, von mir aus. Vielleicht meinten sie nur beim Zelt des Hauptmanns. Der wird auch gar nicht groß bewacht. Das macht es mir ganz einfach. Die pennen halt alle echt gerade. In der Nacht ist es halt deutlich einfacher, muss man klar sagen. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Komm mit. Wer bist du? Ein Freund. Halte still und bleib ruhig. Ich hole dich hier raus. Frage ist, kommen wir da drüben so einfach rausspaziert? Ich habe mich ja nicht um die Wachen am Eingang gekümmert, das ist das Problem. Ich bin ja über die Seite gekommen. Aber hier sind gar keine Wachen am Eingang. Dann nehme ich das doch. Okay. Ich würde dich eigentlich hier mitten auf die Straße legen, sondern wir gehen mal hier ein bisschen in die Deckung. Achso, ja. Ich verwechsel immer die Tasten fürs Ablegen, ey. Götter, hab Dank. Hat Hutefress dich geschickt? Nein, aber ich brauche ihn. Mit ihm kann ich das Krokodil finden. Wirst du mir helfen? Hutefress reist mit dem Schiff zum Moeressee. Es hat eine große Statue an Bord, die unser Symbol trägt. Das Krokodil bezahlt seltener, um ihn zu finden. Dann muss ich schnell sein. Bring dich in Sicherheit. Leb wohl. Na gut, das hat aber erstmal relativ gut geklappt. Da drüben ist auch gleich ein Schiff, das ich nehmen kann. Ah, guck mal, bei dem anderen Eingang stand aber tatsächlich eine Wache. Ich meine, hier draußen darf ich ja langlaufen. Die wissen ja nicht, dass ich da drin gerade... Einen habe ich nur getötet. Und nee, zwei habe ich getötet. Zwei getötet und einen Gefangenen gerettet habe. So, und schnappen wir uns mal jetzt gleich das Boot, wobei das aussieht wie eins der das normalerweise die Wachen benutzen würden. Aber hey, vielleicht erkennen sie uns dann ausnahmsweise nicht. So, wir suchen nach einem Schiff mit einer großen Statue. Oh, ich glaube, ich habe gerade den Vogel überfahren, oder? Den Flamingo oder was das da war. Ja, passiert. Ja, die Schiffe sind schon ordentlich schnell unterwegs, muss man ganz klar sagen. So, dann gucken wir mal. Ein großes Schiff. Da drüben ist ein großes Schiff. Da sind halt ein paar größere Schiffe. Also er ist auf jeden Fall mit einem Schiff unterwegs. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Schiff da ist. Da drüben, also hier sind ein paar Schiffe mit einer großen Statue. Handelsschiff. Da ist eine große Statue drauf. Das muss es sein.
Wollen die so tun, als wären die Händler und die große Statue irgendwo hin verkaufen oder was? Freunde, ich komme in Frieden. Ich hoffe, das sind... Ja, das sieht so aus wie ein Grieche. Da legen wir mal an. Tag auch. So, Hottefress, da wäre ich. So. Nun schickt man schon einen Sohn Ägyptens gegen mich. Es ist lange her, dass ich so viel Blut vergossen habe. Ich komme von Apollodoros. Wir haben gemeinsame Interessen. Wer bist du? Und was willst du von mir, hä? Ich bin Bayek von Siva. Ich will Informationen über das Krokodil. Das Phantom, das das ganze Fayum in die Knie zwang? Was könntest du von ihm wollen? Er gehört einer Gruppe an, die Ägypten vernichten will. Und ich bringe jeden einzelnen von ihnen zur Strecke. Bayek von Siva. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Das Krokodil veränderte nicht nur das Land, sondern die Menschen. Die, die nicht in Angst vor ihm leben, müssen für ihn arbeiten. Und du weißt nicht, wer das Krokodil ist? Ich habe die Aufzeichnungen eines korrupten griechischen Magistrats. Sie verraten uns vielleicht die Identität dieses Krokodils. Und wenn wir sie Apollodoros übergeben, bringen wir womöglich die ganze Organisation zu Fall. Wo sind sie jetzt? Meine Frau Chenut hat sie für mich versteckt. Solange die Ptolemäer glauben, dass ich sie habe, ist meine Familie sicher. Deshalb muss ich immer in Bewegung bleiben. Hier, dann weiß Chenut, dass du ein Freund bist, dem man trauen kann. Es ist für meine Tochter Shadia. Wenn du sie hast, treffen wir uns im Hafen bei Euhemeria. Alles klar. Ich fand es gerade ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Sieh dich auf meinem Schiff um, bevor du gehst. Ich führe Buch über alle örtlichen Probleme, die vielleicht auf das Krokodil zurückgehen. Das könnte dich interessieren, als Magi. Alles klar, jetzt habe ich mein Boot da hinten stehen lassen. Ich fand es gerade lustig, dass wir die Magi-Plakette einmal am Arm hatten und er sie dann trotzdem nochmal rausgeholt hat, wenn ich ehrlich bin. So, Ach ja, warte, ich wollte eine Sache ganz kurz machen. Und zwar wollte ich hier die Brandbomben wieder gegen die Schlafpfeile austauschen. Nur so zur Sicherheit schon mal, falls ich das brauche. So, was haben wir da? Die vermissten Personen aus... Ganze Dorfbevölkerungen verschwinden im Zenhyres. In der Karawanserei erzählt man sich von einer Invasion der Dämonen. Dämonen. Ich bin noch keinem begegnet. Das sollte ich... Oh, sorry. Ansehen. Ja, das sollten wir uns ansehen. Ich guck's mir trotzdem mal ganz kurz an. Das scheint ein bisschen höherlevelig zu sein. Dann gucken wir trotzdem mal, ist das im Inventar? Ich glaube, wir haben auch einen Papyrus noch gefunden. Müssen wir mal gucken, dass wir das später vielleicht mal nochmal machen. Da, die Dämonen der Wüste. Was steht denn dazu? Gerüchte von Dämonen und verschwundenen Dorfbewohnern führen Bayek in die Wüste auf die Suche nach einem vermissten Jungen. Ah, ein vermisster Junge, okay. Ja, aber das ist etwas, das wir erst später machen können. So, was mit dir? Wem ist dieser Schrein gewidmet? Ich bete für die Menschen, die in Dionysias durch das Feuer starben. Jemand brennt ihre Höfe nieder. Du, Magi, könntest dem ein Ende setzen. Ich werde es versuchen. Ob das auch das Krokodil getan hat? Die Feuer von Dionysias. Ist auch ein bisschen hochlevelig. Was tust du da? Eine rätselhafte Plage traf die Armen in Euhemeria. Durch das Verbrennen ihrer Leichen werden ihre Seelen verflucht. Sie erreichen nie die Gefilde der Binsen. Ich möchte ein Heilmittel für sie finden. Es gibt immer eines. Ich brauche nur die richtige Kombination. Tote verbrennen? Was ist das hier? Okay, und irgendeine Krankheit. Ist das auch zu hochlevelig? Nur mal kurz gefragt. Ah, das ist tatsächlich etwas. Heilerinnen in Armvierteln, wo werden das? Nur mal ganz kurz geschaut. Das ist ja ganz in der Nähe. Was ist das denn? Eine Kinderzeichnung. Eine Kinderzeichnung von einem Dämonen. Gleichzeitig entzückend und verstörend. Lebhafte Fantasie. Warum hast du das nicht fortgesetzt, weil ich es abgebrochen habe? Interessant. Okay. Lasst mich nur mal ganz kurz... Okay. Ganz kurz mal schauen. Wir müssen einmal natürlich... Ich würde sagen, wir machen erstmal das, bevor wir weitermachen, weil wir brauchen erstmal die Informationen. Da müssen wir scheinbar da in die Richtung weiter. Ich will bloß mal kurz gucken, wo die andere Quest theoretisch ist, die zur Krankheit. Falsche Richtung. Da lang. Ah, die ist auch da, okay. Aber dann müssen wir sowieso erstmal beim Krokodil vorbei. Wo war denn das Krokodil da? So, jetzt ist die Frage. Ihr habt es mir ein bisschen schwer gemacht. Ihr seid weitergefahren und habt mein Boot zurückgelassen. Muss ich mal ganz klar sagen.
Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Und wir fahren auch wieder weg von dem Ort, wo ich hin muss, oder? Das da drüben ist, glaube ich, ein Lager. Ja, das ist irgendwie doof gemacht. Da werde ich wohl... Warte mal. Kollege, bleib stehen. Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Ich klaue dir dein Schiff auch nicht, solange du mich irgendwohin mitnimmst, wo ich hin will. So, wo fährst du hin, Freundchen? Ja, das ist irgendwie doof. Ich will ihm halt jetzt eigentlich nicht sein Schiff wegnehmen. Das ist irgendwie widerlich. Ja, so Ausleihen steht da, aber... Ja, ich weiß nicht. Das wäre irgendwie widerlich, wenn ich ihm jetzt sein Schiff klaue. Ich glaube, das da drüben, das könnte wahrscheinlich ein Lager sein. Mit dem Leuchtturm da. Was ein bisschen widerlich ist, ne? Wenn du einen Leuchtturm hast, damit Schiffe wissen, wo sie hinfahren können. Beziehungsweise, na gut, es ist ja nicht, wo sie hinfahren können, sondern sie sollen ja bloß wissen, wo das Land ist, ja. Aber dann da direkt ein Lager hinmachst, na, ich weiß nicht. Aber das sieht so ein bisschen vom Aufbau her aus, als könnte es ein Lager sein. Ich finde das ehrlich gesagt sau doof, dass du da dein Schiff verlierst, mit dem du zum Boot kommst. Dass du das nicht irgendwie festmachen kannst. Das ist irgendwie so eine Kleinigkeit, die einfach so ein bisschen... Also ich meine, man könnte das ja ganz einfach lösen, indem man automatisch ein weiteres Schiff... Nimmst du mich mit? Danke. Indem man automatisch ein zweites Schiff direkt quasi an das Schiff bindet. Das würde ja schon reichen. Komm, nimm mich mal mit. Jetzt fahr schon, Junge. Ist der so davon... Ach, der fährt auch in die falsche Richtung. Wollt ihr mich alle verarschen? Ich find's schade, dass man denen dann nicht einfach zum Beispiel ein paar Münzen in die Hand geben kann, damit die einen da hinfahren können. Ich müsste mir jetzt halt das Boot ausleihen. Bloß das Problem mit dem Ausleihen ist, die Typen fallen irgendwo mitten im Meer ins Wasser. Oder im See. Ich meine, es ist ein See oder ein Fluss hier. Keine Ahnung gerade, ob das der Nil ist oder einfach nur ein See. Aber die fallen irgendwo mitten im See ins Wasser. Und... dürfen dann irgendwie wieder ans Ufer schwimmen und haben ja eigentlich auch zumindest rein von der Logik her keine Ahnung, wo ihr verdammtes Boot dann wieder steht. Ich meine, manche von den Leuten sind ja wahrscheinlich, da ist ja noch ein Leuchtturm, sind ja wahrscheinlich schon auf diese Boote angewiesen. Ich meine, nicht mal zwingend Fischer, aber vielleicht einfach nur Händler oder sowas, gerade hier im Fayum, wenn du von einer Seite des Sees zur anderen fahren willst und nicht einmal komplett drum rumlaufen willst, ist das ja eigentlich schon nicht un... Alter, willst du mich verarschen? Der hat doch voll auf mich zugehalten, oder? Was ein Kunde. Ja, aber wie gesagt, ich finde, da hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, das zu tun. Ich meine, wahrscheinlich war die Idee der Entwickler, naja, jeder, der, ja, es ist tatsächlich ein Lager, der darf so nah da dran vorbeifahren, mal von mir aus. Die Idee der Entwickler war wahrscheinlich, naja, du kannst es dir halt ausleihen, das reicht ja, da braucht man nicht noch eine extra Möglichkeit einfügen. Bei dem du den Leuten was bezahlst. Aber wie gesagt, das ist dann wieder so eine Idee, da denkt man zu sehr ans Gameplay und zu wenig an die Logik. Weil, wie gesagt, das wäre keine sonderlich komplexe Sache. Ich meine, du kannst ja sagen, beispielsweise, du gibst dem Geld und du steuerst das bloß, ohne dem das Boot wegzunehmen. Dass du quasi nicht mal irgendwie ein groß neues Gameplay-Element einfügen musst, sag mal. Aber einfach die Möglichkeit wäre halt schon schön, fände ich. Zumindest meine Meinung. Und wie gesagt, halt bei der Quest, wenn du halt sagst, okay, du musst auf dem Schiff und das Schiff fährt während der Cutscene weiter, dann musst du dem Spieler halt irgendwie die Möglichkeit geben, wieder an den Schiff zu kommen. Wobei man auch hier sagen muss, ich hätte ja einfach eins klauen können. Ich muss aber auch mal sagen, ich finde es ein bisschen interessant, wie voll dieser See mitten in der Nacht war mit irgendwelchen Leuten, die mit dem Schiff gefahren sind. Muss ich ja auch mal anmerken. Das war jetzt so, wo ich drüber nachdenke. Ich meine, die Nächte sind ja relativ hell, klar, aber trotzdem. Weit ist denn der Aussichtspunkt weg? Der ist noch ein Stück. Das sind hier also nicht die Aussichtspunkte. Ja, das hier nicht so viel. Aber ich muss auch sagen, auch hier ist viel auf den Straßen los in der Nacht. Also, ist das die Sonne oder der Mond? Ist aber ein sehr heller Mond. Naja, ich muss ja wie gesagt mal sagen, irgendwie so Tag-Nacht-Zyklen haben sie teilweise drin, klar. Gerade, wir sehen das ja gerade, wenn wir irgendwelche Lager überfallen. Wenn wir in der Nacht kommen, ist es in der Regel deutlich simpler, weil eben die Wachen schlafen. Aber hier laufen immer noch sehr viele Leute immer rum, finde ich. So, und ich weiß nicht, wollen wir die in der Nacht stören? Da warte ich vielleicht mal bis zum nächsten Tag, damit wir die nicht mitten in der Nacht stören.
Ich glaube, es wäre natürlich auch nicht nötig, aber wie gesagt, da bin ich jetzt mal so ein bisschen, hey, ein bisschen Roleplay kann man ja auch rein. Was? Wieso bin ich denn jetzt wieder in der Nacht? Hä? Das soll doch... Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich wieder in der Nacht gelandet war, jetzt um ehrlich zu sein. Wir was die Logik war. Und alles wieder ans Laufen bringen. Wahrscheinlich was. Keine Sorge. Ich werde nicht zulassen, dass sie diese Küche schließen. Wahrscheinlich, da das immer 12 Stunden sind, waren wir wahrscheinlich kurz vorm Morgen und sind dann automatisch wieder in den Abend rein meditiert. Na gut. Renut? Ja? Hutterfress schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen. Und ich habe die Puppe eurer Tochter. Gut. Ich habe schon auf Nachricht von ihm gewartet. Hab Dank. Komm, wir essen und reden. Wobei das ja auch keinen Sinn ergibt. Dürfte es beim zweiten Mal ja nichts ändern. Aber okay, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Oh, ich liebe meine neue Puppe, Bayek. Und ich nenne sie Iset. Und sie wird die Beschützerin des ganzen Fayum. Seit Hutefress diese Aufzeichnungen gestohlen hat, herrscht Chaos im Fayum. Soldaten mit Fackeln patrouillieren jede Nacht. Und diese Armenküche wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Shadia und mich lassen sie in Ruhe, immerhin. Dafür hat Hutefress gesorgt. Wo sind die Aufzeichnungen? Ich bat unseren treuesten Diener, sie in unserem Haus zu verstecken. Sie können es so oft durchsuchen, wie sie wollen. Sie werden es niemals finden. Kannst du mich hinbringen? Ich wurde zum Leuchtturm gerufen für eine weitere ihrer Routineuntersuchungen. Das könnte gefährlich sein. Die ptolemäischen Behörden arbeiten mit dem Krokodil zusammen. Sie machen das alle paar Tage. Sei unbesorgt. Sie werden niemandem etwas tun, der ein öffentliches Amt bekleidet. Shadia, zeig Bayek den Weg zu unserem Haus. Na, das ist eine gute Idee. Komm schon, Onkel Bayek. Von diesem Dach aus kannst du mein Haus sehen. Komm einfach mit. Du hast doch keine Höhenangst, oder? Geh vor, meine Kleine. Ich folge dir. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, um ehrlich zu sein. Damit bringen wir die doch auch so ein bisschen in Gefahr, oder? Wo hast du gelernt, so zu klettern? Ich bin nur eine Leiter hochgeklettert. Ist lustig, wenn man halt eigentlich bloß die Leiter mit hochklettert wie sie, ne? Oh, wo hast du gelernt, so zu klettern? Ich komme oft hier hoch. Von hier sieht alles so schön aus. Die Menschen sollten glücklich sein, sind sie aber nicht. Keine Sorge. Deine Mutter und dein Vater kümmern sich um sie. Wo ist euer Haus? Auf dem Hügel dort. Siehst du's? Oh, ja. Schlecht. Und Soldaten. Gut, du solltest vielleicht in Danke, Deckung Shadia. Gehen. Du solltest wieder zu deiner Mutter. Genau. Es könnte gefährlich werden. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Hm. Iset kann kämpfen, weißt du? Sie wird mich beschützen. La, 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 alles klar. Was ist hier denn? Shadias Schriftrollen. Dokumente zu einer Vielzahl von Themen, von Informationen zur... Bis bald, Shadia. Ich wünsche dir viel Spaß mit Iset. Von Informationen zur Landwirtschaft bis zur Etikette am Hof in Alexandria. Vermutlich gab man sie Shadia zum Lernen. An den Rändern befinden sich einige verspielte Zeichnungen von Katzen und anderen Tieren. So... Wie gehen wir das jetzt am dümmsten an? Irgendwo da drin sind die Notizen. Ich werde ja wahrscheinlich da nicht einfach reinspazieren dürfen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Kann ich mir das Ganze von noch weiter oben ansehen? Jetzt könnte ich nämlich auch den Typen da hinten erwischen. Ist nämlich das Erste. Der ist wichtiger, fand ich. Weil der hat den meisten Überblick. Jetzt der da noch. Gut, ich warte, bis er wieder steht. Weil auf die Entfernung kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht einschätzen, wie lange mein Pfeil fliegt. Das ist dann doch ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, inwiefern die Flugzeit des Pfeils da wirklich mit einfließt. Sehr schön. Damit habe ich mir eigentlich den Weg recht frei gemacht, würde ich mal meinen. So.
Und ich sollte eigentlich die Möglichkeit haben, da rein zu spazieren, ohne dass mich jemand bemerkt. Großartig. Es hat auch keiner eine der drei Leichen bemerkt davon. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, ja. Daher gehe ich mal stark von aus. Oh, drei Pfeile wieder gekriegt. Nice. Haben wir die Aufzeichnungen? Noch nicht. Kann nicht mehr lange dauern. Der Hauptmann verhört den Diener gerade oben. Dieses dumme ägyptische Pack. Trennut ist eine gebrandmarkte Frau. Treue zu ihr bringt ihm nur den Tod. Okay. Okay, hier wird ein Diener verhört, oder wie? Ach so, nee, wahrscheinlich meinen die den Diener, da den sie gefangen genommen hatten. Den Diener meinen die wahrscheinlich. Den Typen, den wir schon befreit haben. Kann man hier irgendwo rein? Oh, hallo. Ist hier noch einer drin? Tschüss. Neuer Schild. Gut, okay, doch ein Diener. Den hat sehr gut verhört, mein Kollege. Einige der Diener. Okay, aufpassen, dass hier nicht gerade einer von draußen vorbeikommt. Da kommt nämlich gerade einer. Aber er geht vorbei, alles klar. Beziehungsweise hält Wache. Will ich warten, bis er wieder abzieht? Aber keine Ahnung, wie lange er Wache hält. Ich meine, ich könnte ihn versuchen ranzupfeifen. Oh, da sind zwei. Ich hoffe mal, der Typ hält einfach nur Wache. So, guck mal. Echt so einfach? Shadias Tagebuch. Ich wünschte, Papa könnte nach Hause kommen. Ich vermisse ihn. Ich möchte ihm meine neue Puppe zeigen. Mama hat gesagt, wir müssen diese Schriftrollen für ihn verstecken. Also werde ich helfen. Wenn ich sie nehme, muss sich Papa keine Sorgen mehr darum machen und kann wieder nach Hause kommen. Oh Gott. Götter. Das ist von Shadia. Sie hat die Aufzeichnung. Ja, und ich schicke sie zu ihrer Mutter. Ich muss zu Renut, bevor die Soldaten da sind. Das, ja. Oh, Shadia. Was hast du nur getan, meine Kleine? Mit dem Krokodil darf man nicht spielen. Das könnte dann jetzt ein bisschen gefährlich werden. Okay, die hat ja gesagt, die musste zu einer Routineuntersuchung zum Leuchtturm. Ich meine, die Wachen wissen doch nicht, dass sie das Zeug hat, ne? Davon gehe ich zumindest mal aus, sonst hätten sie ja die Tochter zum Leuchtturm gerufen. Aber wenn sie natürlich, wenn sie die untersuchen und nach irgendwelchen Informationen gucken, könnte das zum Problem werden. Wo ist Renut? Ist sie hier? Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Renut hat versucht, sie aufzuhalten. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefress davon! Schnell! Verflucht nochmal! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Neck! Neck! Aber woher die jetzt wissen, dass die Shadia die Schriftrollen hat? Haben die gesehen damit oder wie? Oder hat die Schriftrollen hier im Haus wieder versteckt? Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Was dann natürlich zu einem Problem wird. So, ich kann mich leider gerade nicht um eure ganzen Kleinigkeiten kümmern, Freunde. Nein, ich bleib jetzt nicht stehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ah, das ist wieder ein Lager. Das könnte gefährlich werden. Aber wenn ich die jetzt aufschrecke, wird es noch schlimmer. Schon wieder ein verdammtes Lager, ey. Aber wenn ich die aufschrecke, könnte es noch schlimmer werden. Götter, was haben wir getan? Ruhig, Bruder. Das Krokodil war es. Nicht du oder ich. Und ganz bestimmt hatte es seinen Sinn. Sag das, wenn die Albträume kommen. Wir sahen zu und taten nichts. Wir sind ebenso schuldig. Was hat denn das Krokodil getan? Ah, ich habe eine ganz dumme Vermutung. Eine ganz unschöne vor allem. So, erstmal dich erledigen. Du stehst gerade so gut außen. Da ist noch einer. Ich meine, viele Typen sind hier ja nicht. Diese Zone ist tabu. Hier einfach durchzukommen, ist nicht einfach. Kann ich den hier treffen von hier? Jawohl. Bleiben noch zwei. Und zack. Und... Nee, Kettenattentat wird nicht klappen. Hast du das mitgekriegt? Nicht schlecht, Kollege. Hey, was? Da braucht jemand eine finale Abreibung. Ich nicht. Da ist noch einer, verdammt. Alarm! Ja, jetzt sind
Zimmer aufgeflogen. Jetzt muss ich mich beeilen gleich. Komm rum. Nein, kein Kettenattentat. Das steht jetzt voll im Weg hier. Ja. Hat er was bemerkt? Ah, der hat den nächsten Toten gesehen. Halt mich ruhig für ängstlich. Aber und tschüss. Ach echt, stimmt hier was nicht. Okay, wer ist da vorne? Ist das die Tochter oder die Mutter? Ah, ist die Mutter. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Shadia. Shadia. Haben sie die Tochter jetzt umgebracht dafür, dass sie die Informationen hatte? Die Papiere oder wie? Wo ist sie denn überhaupt? Ich hatte jetzt gedacht, dass sie hier irgendwo in der Nähe ist, aber scheinbar ist dem nicht so. Zumindest kann ich sie nirgends sehen, wenn ich ehrlich bin. Na, wahrscheinlich muss ich weiter unten suchen. Die haben die wahrscheinlich hier irgendwo reingeworfen einfach. Getötet und reingeworfen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt wirklich eine Möglichkeit haben, sie noch irgendwie zu retten. Ganz ruhig, Kollege. Wo könnte sie denn sein? Ich brauchte bloß gerade ein bisschen Luft. Ist das ein Baum da unten? Ja. Hier ist ja alles Mögliche, bloß keine tote Tochter. Ah, ich glaube, ich benutze gleich Senu. Das Gebiet ist dann doch ein bisschen zu groß. Wobei ich mich auch frage, wie Senu sie sehen soll von da oben. Also sehen kann ich hier ehrlich... Ich kann ja aber auch zu wenig sehen. Das Wasser ist zu trüb, wenn ich ehrlich bin. Okay, Senu, hilf mir mal. Was, da hinten? Kann ich sie ja vorne ja nicht finden. Wie haben die bis da hinten geschleift? Achso, na gut, das gehört ja noch zum Teil zu dem Lager. Na gut. Aber gut, wenn die Mutter da drüben weint, hatte ich eigentlich angenommen, dass sie auch irgendwo da in der Nähe wahrscheinlich umgebracht worden ist. Aber dann wurde sie hier hinten irgendwo umgebracht. Na gut, okay. Ah gut, darauf soll man erstmal kommen, ne? Ah gut. Soll ja... Ah ja, gucke. Die haben ja mehrere Leute tatsächlich umgebracht. Es ist vorbei. Das Krokodil hat gewonnen. Die Aufzeichnungen fort. Meine Tochter. Meine Shadia. Er hat uns wirklich alles genommen. Er wird dafür büßen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt mir Shadia zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Konnte Renno dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Banditen? Soldaten? Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein.
Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Krokodilopolis, also. Ja, da hätte man ja auch drauf kommen können. Und irgendwelche Gladiatoren arbeiten für das Krokodil. Na gut, by the way, mir ist gerade noch so aufgefallen, ja, es ist eigentlich gar nicht so unlogisch, dass die Wachen wussten, dass Shadia irgendwie die Informationen hat, weil sie konnten ja auch den Brief einfach lesen, der lag ja einfach so rum. Wobei ich mich aber gefragt habe, wonach die da noch gesucht haben. Wahrscheinlich noch nach irgendwelchen zusätzlichen Sachen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Dass sie deswegen da überhaupt schon reagiert haben. Okay, wir müssen also nach Krokodilopolis. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber wir werden uns natürlich auch noch hier um die anderen Sachen kümmern. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Ah, da hinten irgendwo. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell zu dem Aussichtspunkt. Und bevor es dann nach Krokodilopolis geht und wir die Gladiatoren befragen, da werden wir dann wahrscheinlich auch mal in die Arena gucken müssen. Ne, der Aussichtspunkt muss irgendwo hier schon sein, oder? Ich kletter hier mal hoch. Das ist halt das. Hier kann Bayek auch hochklettern, obwohl hier keine sichtbaren Greifpunkte sind. Aber ja, das Krokodil schlägt also, oder hat zumindest schon zurückgeschlagen. Damit musste man rechnen. Ist natürlich trotzdem nicht viel, macht es natürlich trotzdem nicht besser. Aber ja, wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht auch noch von den Leuten, die hier ja auch noch vom Krokodil unter anderem terrorisiert werden. Vielleicht kriegen wir von denen ja auch noch ein paar Informationen. Ach, da ist der Aussichtspunkt. Ja, oh, ist sogar eine Leiter beim Aussichtspunkt. Das hat man ja auch selten, dass man tatsächlich eine Leiter beim Aussichtspunkt hat. Da kann ja theoretisch jeder hochklettern. Na, fast jeder. Hier geht's dann doch nicht. Oh, warte, was ist das denn? Eine Nachricht? Brief von einem Turmwächter. Geliebte. Achso, Geliebte. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du in deinem Bett im Elendsviertel leidest, aber ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte einen Posten als Turmwärter bekommen, der über den Hafen wacht. Sie zahlen mir kaum mehr als Kost und Loges. Dennoch danke ich den Göttern für ihre Gnade. Ich schicke dir alles, was ich entbehren kann. Ich arbeite lang und ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehen kann. Ich bereue nicht, so weit von diesem Ort entfernt zu sein. Zuzusehen, wie du jeden Tag leidest und nicht die Mittel zu haben, einen Heiler zu bestellen, war unerträglich. Wenigstens hast du jetzt vielleicht genug Geld für Medizin und ich kann etwas Frieden finden. So viel zum Reichtum für alle. Wenn ich das noch einen Griechen sagen höre, kotze ich ihn voll. Männer. Okay, aber warum hat er den Brief nicht abgeschickt? Naja, gut. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns hier mal um und beim nächsten Mal werden wir uns hier um, ja, die ganzen kleinen Probleme noch kümmern, die wir hier in der Stadt gesehen haben und werden uns vielleicht sogar schon aufmachen in Richtung Krokodilopolis, um uns mit dem Krokodil anzulegen. Aber ich würde sagen, das seht ihr dann natürlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Bis dahin. Ciao.